Heute besprechen wir, wie wir wirklich produktiv werden und vielleicht sogar nie wieder Pausen brauchen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumjob kommst. Und heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema, was für mich speziell am heutigen Tage sehr, sehr präsent ist und jeden von euch so krass viel weiterbringen wird. Denn ich habe diese Sache auch sehr lange falsch gemacht, wahrscheinlich das ganze letzte Jahr. Und zwar geht es mir heute um den Unterschied zwischen Hustle und Rush und Gas geben und so weiter und Mindfulness Focus. Mindful Focus, wie ich es betitle. Und diese zwei Dinge haben im Prinzip beide als Ziel, dass man möglichst viele Dinge schafft, möglichst weit vorankommt. Aber Mindful Focus funktioniert so viel besser. Und im Prinzip seit 1,5 Jahren oder so war ich in diesem Hustle, Rush, Motivation, los, bam, bam. Und das ist, glaube ich, auch dieser Zustand, in dem man als erstes reinkommt, wenn man anfängt, mehr aus seinem Leben zu machen oder sich zu sagen, okay, ich will bessere Noten schreiben. Aber diese Strategie von einfach nur Gas geben und los und jetzt bam und dann höher, besser, weiter, hat einfach sehr starke Grenzen. Und diese Grenzen kann man aber sehr, sehr leicht überschreiten, indem man einfach in das, was ich eben als Mindful Focus betitle, reingeht. Und den Unterschied möchte ich euch heute erklären und wie ihr dadurch wesentlich produktiver werdet und wirklich eigentlich keine Pause mehr braucht. Was ist das Problem am klassischen Hustle? Am Rush und los und jetzt und mehr und bam. Was ist das Problem an dieser Herangehensweise? Das Problem ist, dass du, ja, ich habe es hier aufgeschrieben. Prinzip, du arbeitest sehr stark nach Deadlines. Du arbeitest sehr, sehr stark nach Deadlines. Du lässt dich sehr stark von außen prägen. Das bedeutet, du gibst dann Gas, wenn eine Prüfung ansteht. Ah, es kommt eine Prüfung auf, fuck, jetzt muss ich viel lernen und ich will die übelst crushen und deswegen und jetzt und bam und noch mehr und ich lerne den ganzen Tag und so weiter. Das ist halt sehr stark, du gibst quasi dann Gas, wenn es nötig ist. Genauso funktioniert das, basiert das Ganze sehr, sehr viel auch auf Motivation. Das bedeutet, du versuchst immer, ich brauche mehr Motivation, ich muss die ganze Zeit in diesem euphorischen State sein von yes lernen, yes Prüfung, yes das und das. Und das ist einfach sehr schwer zu halten. Ich habe jetzt quasi 5 Punkte aufgelistet, wovon jetzt die Deadlines und die Motivation die ersten beiden Punkte waren. Und hier hast du halt in diesem Hustle-Rush-Modus. Und in Mindful Focus hast du sozusagen was Gegensätzliches oder eine andere Art und Weise in diesem Punkt. Und die will ich jetzt eben beschreiben. Also sprechen wir über die Deadlines. Im Hustle-Mode hast du immer diese Deadlines. Du gibst immer dann Gas, wenn es notwendig ist. Im Mindful Focus arbeitest du aber vielmehr nach Proaktivität, nach Zielen, nach Plan. Das bedeutet, im Mindful Focus Modus bist du dann, wenn du eben nicht dir auf einmal denkst, oh fuck, in 4 Tagen Mathe Klausur, jetzt muss ich aber Gas geben, sondern Mindful Focus bist du, wenn du schon im Voraus einfach einen Plan hast, wann ist welche Prüfung, wann möchtest du so und so viel lernen. Und dann ist nicht dieses, oh und jetzt und auf einmal los, sondern es ist, klar, da ist die Prüfung, da lerne ich dafür. Ihr merkt es auch einfach schon, ich bin heute sehr stark in diesem Mindful Focus. Das bedeutet, ihr spürt das schon. Ich bin heute nicht so, ey und yes und Video und los und Gas geben und Erfolg und was weiß ich alles, sondern es ist, nein. Ich arbeite sehr, sehr zentriert einfach an diesem Video für euch. Und das ist einfach auch schon wieder der nächste Punkt. Im Hustle-Mode-Modus bist du eben immer in diesem Motivationsding. Ich brauche Motivation zum Lernen. Leo, gib mir mehr Motivation. Gib mir noch einen Tipp, hau noch ein Video raus und so weiter. Im Mindful Focus ist es aber viel mehr Drive und Genießen fast schon. Also es ist jetzt für mich gerade nicht so, oh shit, ich muss Gas geben, dieses Video machen, sondern ich genieße es, es mit euch zu teilen. Und genauso ist es dann beim Lernen beispielsweise, wenn du im Mindful Focus bist. Das ist dann nicht mehr dieses, okay, scheiße, ich brauche Motivation zum Lernen, sondern ist einfach, ich hatte davor den Plan, ich wusste sowieso, dass die Prüfung kommt, darauf gehe ich jetzt ein, ich arbeite jetzt einfach, ich arbeite sehr konsequent an meiner Sache. Und das bedeutet dann auch wieder,
dass du nicht mehr dieses schnell, schnell machst. Das ist jetzt der dritte Aspekt, wo sich die beiden Methoden sozusagen wieder unterscheiden. Im dritten Aspekt ist einfach, in diesem Hustle-Mode geht alles um Geschwindigkeit. Es geht alles nur darum, schneller, bam, los, ich lerne jetzt 48 Seiten in 2 Minuten und das lerne ich noch da und dann habe ich die und die Prüfung in nur so und so viel Stunden Lernaufwand gemacht und das ist noch so und so viel effektiver und zack, 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 zack und du bist die ganze Zeit nur. Und irgendwann bist du halt am Arsch. Deswegen brauchst du da auch Pausen, weil du halt einfach so hart auf absolut maximalem Level arbeitest. Das ist im Prinzip wie so ein Ferrari, der, wo die Räder fast schon durchdrehen. Und da brauchst halt irgendwann Pause. Du brauchst halt irgendwann Pause, weil es einfach nicht nachhaltig ist. Wohingegen du im Mindful Focus arbeitest du, in dem Moment, wo du arbeitest, geht es nicht so zwangsläufig darum, um dieses schneller, ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch, sondern vielmehr um Präsenz. Ja, es geht dir darum, einfach in dem Moment, wo du das bearbeitest, geht es dir einfach darum, voll im Moment zu sein, nicht drüber nachzudenken, wie viele Seiten muss ich noch lernen, wann ist die Prüfung, nicht mehr darüber nachzudenken, auch nicht, was war, habe ich zu spät angefangen oder sonst irgendwas. Vollkommen präsent, einfach die Aufgabe zu machen, die jetzt vor dir liegt. Das ist ein Mindful Focus. Und dadurch achtest du wieder so viel stärker darauf und ist dann auch in der vierten Komponente jetzt dein Drive. Also warum machst du es? Warum möchtest du es gut machen? Da ist es im Mindful Focus. Es ist einfach die Liebe zum Detail. Du betrachtest es im Prinzip als Kunst. Du willst die ganze Sache im Prinzip meistern. Das ist eigentlich das, was dich in dieser Komponente oder im Mindful Focus antreibt. Es geht hier nicht mehr darum, wie im Hustle-Rush-Modus sozusagen. Da geht es dir meistens um schneller, höher, weiter. Also ich will jetzt noch 15 Punkte haben und das will ich noch haben und das. Und alles noch schneller und noch besser und weiter. Und es geht immer um mehr, 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 mehr. Du kriegst nie genug. Du bist immer noch zack, 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 zack. So ist es im Hustle-Rush-Modus. Mindful-Focus-Modus ist es aber im Prinzip einfach so. Es ist fast schon spirituell, buddhistisch, keine Ahnung was. Es ist einfach nur, es ist meine Aufgabe, ich schenke ihr meine volle Aufmerksamkeit, ich möchte sie so gut machen wie möglich. Nicht, weil ich dann unbedingt noch eine bessere Note will und das dann schneller durcharbeite und so weiter, sondern einfach nur wegen der Aufgabe selbst im Prinzip schon. Einfach nur wegen der Aufgabe selbst. Ich möchte dieses Video gerade so gut wie möglich machen. Noch nicht mal primär, um euch maximal zu helfen oder um mehr Views zu bekommen oder sonst irgendwas, sondern im allerersten Schritt mal. Einfach nur, weil ich ein gutes Video machen möchte. Ich möchte einfach ein gutes Video machen. Und es geht auch nicht um mich, sondern es geht um die Aufgabe selbst. Im Prinzip diese Handwerkskunst, egal ob das eine Matheaufgabe, ein Video oder irgendeine andere Aufgabe in deinem Leben ist. Einfach diese Aufgabe zu schätzen. Eins meiner absoluten Lieblingsvideos auf Instagram. Da gibt es ja bloß 1 Minute lange Videos. Aber mein absolutes Lieblingsvideo ist so ein Zusammenschnitt von lauter Leuten, die die simpelsten Aufgaben machen. Also wirklich die, keine Ahnung, der eine zählt Geld, der andere verpackt so ein Paket, der andere räumt so Teller in so eine Spüle ein und so weiter. Also wirklich ganz simple Aufgaben. Aber diese Menschen haben diesen Aufgaben so unfassbar viel Zeit gewidmet, dass sie sie einfach gemeistert haben. Und es ist, ich könnte mir dieses Video den ganzen Tag anschauen, weil die Leute das so krass, so schnell, so präzise, so gut machen. Ihr solltet, ich weiß, ich finde das Video jetzt natürlich in Instagram erstmal nicht mehr, aber wenn ihr mal über sowas stoßt, es ist unfassbar, wie die beispielsweise Geld zählt. Es ist wirklich pa, 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 pa. Und natürlich ist das wieder schnell. Das ist schnell. Das ist das, wo man jetzt vielleicht denkt, hä, ich dachte, im Hustle Rush Modus geht alles um Schnelligkeit und im Mindful Focus Modus alles nur um den jetzigen Moment und so weiter. Ja, aber im Mindful Focus Modus bist du am schnellsten. Es geht dir nur nicht darum. Das ist der Knackpunkt. Und diese Leute, die sind so fokussiert auf ihre Aufgaben, die machen, es geht so automatisch, so schnell, dass es tausendmal schneller ist, als du mit dem Hustle Rush Modus jemals sein könntest. Deswegen stelle ich ja diese Methode vor, weil es einfach so viel stärker ist, im Prinzip einfach diese Herangehensweise. Und diese Menschen haben halt einfach diese Aufgabe, nicht den Sinn dahinter, was ist der Sinn davon, schnell Geld zu zählen, was ist der Sinn davon,
schnell Teller in der Spüle einzuräumen. Da gibt es natürlich auch einen gewissen Sinn dahinter. Aber im ersten Moment geht es darum, die Aufgabe selbst möglichst gut zu machen. Wenn man diesen Switch reinkriegt, dann ist man auch einfach weniger abhängig von den Dingen, die außen kommen. Beispielsweise kriege ich auch öfter die Frage, ah, mein Lehrer ist jetzt nicht so, mir nicht so gut übergewollt, der meinte, ich kann maximal 8 Punkte in dem und dem Kolloquium schaffen und so weiter. So be it. Klar gibt es da auch wieder Methoden, um das noch, um den Lehrer da ein bisschen zu beeinflussen und so weiter. Und die sind auch alle total sinnvoll anzuwenden. Aber im allerersten Schritt sollst du bei deinem ganzen Lernen noch nicht mal um die Note gehen, sondern einfach nur darum, dein Lernen möglichst gut zu machen. Und das ist auch wieder der Punkt, wo wir dann eben in die letzte Komponente, wo sich die beiden einfach sehr drastisch unterscheiden, kommen. Und zwar bist du im Mindful Focus dadurch einfach, du bist voll im Detachment. Detachment bedeutet, dass du frei von äußeren Dingen bist. Das heißt, du bist im Prinzip frei von deinen Noten. Dein Ego hängt nicht mehr daran, wie es eben im Hustle-Rush-Modus ist. Im Hustle-Rush-Modus alles nur, ich will bam, ich will bam, ich will das noch mehr, schneller, weiter. Das ist alles Ego, das ist alles so, oh, ich bin so toll und was weiß ich alles. Und ich hab das geleistet. Das ist immer dieser Hustle-Rush-Modus. Und er macht dich im Prinzip unglücklich. Er macht dich im Prinzip unglücklich, weil du immer, du selbst willst was leisten, damit du krass bist. Du selbst willst mehr. Äußere Dinge sollen noch schneller zu dir kommen und du willst erfolgreicher werden und so weiter. Und es hat kein Ende. Die ganze Last liegt auf dir. Du baust deinen ganzen Selbstwert darauf auf. Es macht dich nicht glücklich. Es macht dich einfach nicht glücklich. Du fühlst dich vielleicht phasenweise super cool deswegen und fühlst dich mega geil, aber es macht dich langfristig nicht glücklich. Bedeutet nicht, dass du nicht mal eine Hustle-Rush-Phase haben solltest und dich dann auch nicht cool fühlen solltest. Habe ich auch mega oft. Ist vollkommen in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung, okay? Es geht einfach nur darum zu realisieren, dass dieser Mindful Focus sich langfristig gesehen so viel schöner anfühlt. Die Qualität der Dinge, die du tust, wird so viel größer sein. Du wirst so viel schneller vorankommen, auch wenn es sich vielleicht im Moment gar nicht so anfühlt, weil sich alles sehr, sehr langsam anfühlt. Ich glaube, meine Eltern haben manchmal das Gefühl, ich bin so ein Geist, ja, weil ich einfach so, wenn ich viel meditiere, mich bringt nichts mehr aus der Ruhe. Auch wenn ich mega den Stress habe, gehe ich total entspannt durchs Haus. Ich laufe nicht. Und dann, aber ganz entscheidend, es gibt wieder Momente, wo ich laufe, weil es einfach knapp ist. Dann habe ich aber was vom Plan her verkackt. Aber wenn du im Mindful Focus bleibst und einfach, okay, das sind meine Ziele, das ist mein Plan, ich setze ihn jeden Tag um, einfach nur, noch nicht mal, weil ich was davon raus will. Natürlich werde ich was davon rausbekommen, wahrscheinlich so viel mehr, als ich es jemals erwarten könnte. Aber mein primärer Fokus ist erstmal einfach nur meine Dinge gut zu machen. Und das ist eben Detachment. Frei vom Ego, frei von äußeren Dingen. Du wirst die Dinge einfach nur gut machen. Und wenn du diese Komponente dann nicht nur in deiner Arbeit, in deinem Lernen, in deinem Studium, whatever, sondern allgemein im Leben auch einbaust, dann wirst du, es ist unfassbar. Es wird sich einfach nur, jeder Moment wird sich wunderschön anfühlen, weil es hier nicht darum geht, was du aus diesem Moment rausbekommst, sondern nur um den Moment selbst, im Moment vollkommen präsent zu sein, dein Bestes zu geben. Egal was es ist, wenn du gerade ein Gespräch führst und du hörst zu, dann ist deine einzige Aufgabe, maximal gut zuzuhören. Nicht primär, weil du es wissen haben willst, weil du dann die perfekte Antwort geben kannst, weil du dann dich selbst einen guten Zuhörer nennen kannst, sondern einfach nur wegen der Aufgabe zuhören selbst. Es geht ja einfach nur darum, möglichst gut zuzuhören. Nur darum. Und genau in jedem anderen Moment. In jedem Kontext. Gesundheit. Du willst einfach gesund sein. Du willst einfach das Beste für deine Gesundheit tun. Nicht primär, um gesund zu sein. Natürlich wirst du das dadurch maximal erfahren. Aber es geht dir erstmal darum, einfach nur dich selbst um deine Gesundheit zu kümmern. Das eben in allen anderen Lebensbereichen. Und so wird man allgemein, ja, ich meine, wir haben jetzt mit Produktivität im Prinzip angefangen, aber du wirst allgemein ein so glückliches Leben führen. Du wirst so stark im Jetzt sein und auch so stark im Kontakt zu deinen eigenen Gefühlen, zu deiner eigenen Willenskraft, wie viel Power ist noch und so weiter. Das ist einfach, es wird im Prinzip wie so ein konstanter Fluss sein. Hustle, Rush ist immer so, jetzt und dann kurz und dann das und bam. Und das ist einfach nur so, es ist dein Zustand. Es geht nicht mehr ums Tun. Im Hustle, Rush muss es immer ums Tun. Ich will das noch machen und das erreichen und so weiter. Im Mindful Focus geht es eigentlich um deinen Zustand, um das Jetzt. Und dadurch hast du eigentlich keine Zeit mehr, wodurch
du auch eigentlich keine Pause mehr brauchst, weil es ist immer nur wieder in den jetzigen Zustand. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause, dann nimmst du eine Pause, aber sehr, sehr bewusst. Schreibt mir gerne eure eigene Meinung in die Kommentare, würde mich mega interessieren, was ihr zu dem Ganzen denkt, eure eigenen Erfahrungen. Und ansonsten glaube ich natürlich wie immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Kommt man sich mal was gar nicht behindert dabei vor. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.